Wie machen wir das denn jetzt hier, lieber Stefan? Willkommen hier bei Life in the West. Wisst. Wisst? Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal ganz spontan mal einfach eine Folge auf. Ach, und ich fange jetzt an zu quasseln, bevor du überhaupt vorgestellt hast. Ich habe gerade noch Bescheid gesagt. Wisst. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Entschuldigung. Oh nein, Stefan. Das Schaf hängt immer noch mit dem Kopf aus dem Zauntor raus. Das Ja. macht's aber nur, wenn du daneben stehst. Das ist halt scharf auf. Toll. Ja, liebe Freunde, das ist eine. Pass auf, guck mal, was jetzt passiert mit dem Schaf. Guck mal, guck mal, guck mal. Warte. Mach jetzt. Oh Gott. Da! Ja. Das ist eine automatische Schafsentweidermaschine. Und hier ist. Keine Weidemaschine, die Eingeweide behält. Nur die Wolle, es schert. Und hier ist eine automatische Melkmaschine drin. Es wurde benutzt, Pflanzer, nee, nicht Pflanzer, ein Ernter. War doch ein normaler Ernter, oder? Oh, ich bin gerade. Oh, Leute, ich habe Chili im Auge. Nee, es ist kein Ernter, sondern das ist ein Farmer. Genau, den meinte ich auch. Entschuldigung, ich wusste doch. Genau. Ja, ein. Genau. Und. Dieser Stall hier ist super geil. Guck mal, hier ist ein ganzer Tank voller frischer Milch von den Kühen. Finde ich richtig gut. Und hier drüben halt, da kriegst du halt die Wolleingeweide raus. Ist richtig super. Das wächst dann halt wieder nach und dann, ja, zippelt er das wieder runter. Da wurde wieder eine abgezippelt. Es ist super. Wir haben jetzt auf einmal ganz viel Wolle im ME-System und natürlich direkt mit dem ME-System verbunden. Huch, warum hängt das jetzt? Die Nitor-Dinger, ne? Ja. Die lassen mich immer ruckeln. Und der Tempel wirkt auf einmal so weit weg von mir. Du stehst doch jetzt direkt davor. Ja, von meinem Haus, ne? Also, ja. Oh, immer wenn ich zu dir komme, ruckelt's wie Hulle. Da ist aber viel der Tempel. Das ist gar nicht so sehr mein Haus, wobei ich nicht weiß, Wo was jetzt bist hier du? mit, da, wo der Bahnhof entsteht. Ja, genau da. Ich winke dir. Guck. Wow. Cool. Schön gechiselt. Chiseled im Nizzle. Ja. Warte. Au. Hallo, ey. Ja. Oh. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen die Mucke leiser machen. So. Ja, aber sieht schick aus. Ja, und hier drüben. Ach, witzig, ey. Und ich stehe da noch und guck, lalala. Und dann stehst du auch noch hier. Und ich laufe auch noch hinten rum. Ey, wie doof. Boah, da hinten das große Feld. Ich glaube, wenn er das erntet, das, au, au. Das braucht dann doch so ein bisschen Performance Stimmt. auch. Muss ich euch auch noch mal zeigen. So. Ja, hier sind die Kerzennuss, Pflanzen. Sind gut für Towncraft. Und mit Ernter und Pflanzer besetzt, natürlich. Nicht mit dem Farmer. Jetzt hänge ich in der Luft. Ja, warum tust du das? Ich sehe das, aber. Hast du gesehen, dass ich hängen geblieben bin? Ja, du bist ja auf dem Baum gestanden. Ich bin hängen geblieben. Oh, ich hänge. Warum ist das so? Ich muss hier weg. Also gut für Tarmcraft relativ benutzt auch. Benutzt die halt, um sie in ihre Essenzia zu zerlegen. Und die Kerzennussbeeren haben den Vorteil, dass sie eben eine ganz, ganz wichtige Essenz drin haben, nämlich das Ordo direkt von Anfang an, ohne dass man groß was zerlegen muss. Das heißt, ich kriege sicher Ordo raus
Und das kann man für viele andere Tarmkraftrezepte dann später benutzen. Ja. Alchemical Talala. Mit Namen ja. Habe ich es. Sehr schön. Ich find's gut. Und wo hat er die Dinger her? Aus meinem Feld hier gestohlen. Aber das ist in Ordnung. Geliehen. Bringen Sie sie wieder zu. Nein, ich will die gar nicht wieder haben. Na, weißt du? Wie war das mit deinem Unboxing-Video? Mit deinem gestohlenen Portemonnaie, Freund? Wiss. Ja. Leute, es gibt ein Video von dir mit Facecam. Ja, eins habe ich mal gemacht. Ja. Unboxing Deluxe, Junge. So, ich pflücke den Kohl. Oh, warum ruckelt's denn auf einmal bei mir? Ich habe sonst nie so Probleme. Außer ich mache die Shader an. Gut, also, liebe Freunde. Ja. Ich schmeiß das kurz ins Essens-ME. Also gleich kriege ich einen Kasper hier mit dem Geruckel. Alter, so, ist das... von mir weg. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das ist. So, wir holen uns jetzt trotzdem nochmal ein bisschen Glowstone. Ich war heute im Nether und habe ein paar hübsche Sachen besorgt. Die kann ich euch auch nochmal zeigen, wenn ihr wollt. Ich brauche jetzt erstmal nur nochmal... Wo ist es? Da. Ach, da ist... Nee. Mann. Oh, wir haben kein Glowstone mehr, oder was? Ach, Kacke, ey. Ich nehme den Rest hier mal mit. So. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was ich mir hier in die Kiste geschmissen habe. Ich habe ein total cooles Biom gefunden im Nether. Ich war ja ewig nicht im Nether, weil normalerweise geht Newland da immer suchtigerweise rein. Nee, das war es nicht. Warte, wo ist meine... Ah, ja, genau. Mal gut, ich produziere vor. Ich habe nämlich auch manchmal meine Geheimverstecke in meinen Häusern. Oh, da ist auch noch. Oh ja, hier, da. So, denn ich habe noch etwas vor. Apropos, hier, Stefan, ich habe gefunden so einen Bienenstock, so einen riesigen im Nether. Da drin waren leere Honigwaben. Honigblöcke habe ich und Eimer mit Honig habe ich auch mitgenommen. Und Bienenstockblock. Wusstest du das? Ja, ich wusste das. Und wenn man die Monster anhat, dann sind diese Bienenstöcke extrem lästig, weil da permanent Bienen drin spawnen. Und die sind ähnlich wie die Fledermäuse, nur dass sie angreifen. Also echt nervig. Ja, auf jeden Fall habe ich da ein bisschen was mitgenommen und habe halt auch Fleischklumpen mitgenommen. Ich habe mir hier noch einen Ausgang gebuddelt, weil ich wollte hier mal durchgehen können. So. So, schaut mal. Ich habe meine Brille der Nachtsicht aus und habe ein bisschen mit Glowstone gearbeitet. Und was ich so geil finde an LegoCraft ist hier die Lichterkette. Das leuchtet richtig extrem. Das finde ich total geil. So, die ersten drei habe ich gemacht. Den Rest müsste ich jetzt noch machen. Und das mit dem Chili im Auge, das stimmt tatsächlich. Was heißt Chili? Ich habe... Ja, ich wollte eine Peperoni knubbeln und... Ich war nicht erfreut. Beiß rein und auf einmal spritzt mir der Scheiß ins Auge. Und ich habe erstmal geschrien. Und bin dann erstmal ins Bad gerannt und habe mir da mein Auge... unter laufendem Wasser ausgespült. Oh Gott, und ich kann auch nicht so gut super gucken gerade. Und das ist egal, ich werde es überleben. Also wenn ich jetzt ein netter Mensch wäre, hätte ich ja jetzt echt Mitleid. Achso. Man beachte den Konjunktiv. Nein. Lieber nicht. Ja, und Stefan ist so freundlich und... bastelt schon fleißig an dem Bahnhof herum. Das ist auch ganz gut. Denn mein Plan ist hier für den Vergnügungspark ja, dass wir erstmal Buden bauen. Und ich wollte ja eigentlich noch einen richtigen Fahrstuhl bauen, aber so wie ich mir das vorgestellt habe, wird das nichts. So wird es definitiv nichts. Das ist aber jetzt nicht dramatisch, weil es gibt immer noch andere Wege und Mittel, etwas zu bauen. So. Und wir werden einen Aufzug bauen. Allerdings bauen wir diesen Aufzug auch aus Schienen.
so dass der Waggon praktisch quer nach oben geht. Das heißt, wir müssen nicht da hochlaufen, wenn wir nicht wollen. Finde ich ganz gut. Muss man nur einmal überlegen, wie man es am besten macht. Am besten von der Seite da drüben. Wir müssen mal gucken, wie am besten. Also der fährt senkrecht eine Wand hoch, wie ein Aufzug. Naja. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen und weiß nicht mehr, wo ich schon Staub gelegt habe. Ich glaube, das war hier verkehrt. Das war der hier. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ah, mit dem Hammer geht das alles wieder runter. Naja, nee, das ist ja mein Glowstone-Staub. Auch der geht, soweit ich weiß, mit dem Hammer wieder runter. Ja, ist alles halb so wild. Ich mach mal Test. Test, Testosteron. So, ab hier, glaube ich. Ich wollte eigentlich jetzt nicht so viel übertreiben mit dem Glowstone, aber das ist nicht so schlimm, weil man kann immer noch mal wieder rüber in den Nether gehen und sich den Krempel rüberholen. Ist er schon full hier? Anscheinend. Okay. Gut. Ach, die Baumfarm. Ich würde auch echt gerne mal wissen, wie viel wir jetzt an Kapoktuft und sowas haben. Muss ich auch nochmal nachschauen. Und Stefan hat gestern etwas gesagt, da muss ich ihm echt zustimmen. Das Lagerhaus hat ein super scheiß Dach. Ja. Aber das Dach habe ich gebaut. Hey, komm, ich habe wenigstens schon mal die Fenster ein bisschen ausgetauscht, ne? Ja, du hast dir echt Mühe gegeben und es war ja das erste Gebäude, was hier steht. Dann rundum ist alles immer mit zunehmendem Wissen und Erfahrung gewachsen. Was? Was hast du gesagt? Erfahrung? Was ist das? Was? Was ist Erfahrung? Was? Nicht Erfahrung. Was ist denn Erfahrung? Wir sind lernresistent, wir machen keine Erfahrung. Ach so. Und ja, das Lagerhaus ist jetzt so ein bisschen zur Langeweile verkommen. Ja. Ja. Vielleicht noch einmal ran, wenn man Lust und Zeit hat. Ja, ich nicht. Okay. Du hast eh gesagt, du willst dem Ding wahrscheinlich ein neues Dach aufsetzen. Ja, es ist vielleicht nicht nur ein Dach. Ist mir egal, tob dich auch. Ist mir so egal, ehrlich. Ich muss auch immer noch die Glasscheiben an meinem Haus austauschen, irgendwie. Wenn ich jetzt mal da so rüber gucke. Ja, irgendwas muss da auf jeden Fall passieren. Es gefällt mir so nicht. So. Was habe ich denn jetzt hier noch mit? Oh, Glowstone ist gleich vorbei. Naja, ich könnte auch jeden zweiten Stein machen, aber nein. Ich möchte, dass es hier extrem leuchtet. Sich dann übers Ruckeln beschweren. So, wir setzen den mal dahin. So. Oh, nee. Lass das. So. Also hier springt das immer alles. Und irgendwie, heute ist ruckelig. Ruckelig, puggelig. So. Flatsch, 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 flatsch. Oh Mann. Ich habe heute so viel aufgenommen. Oh, ich habe mir einen Stein rausgeschlagen. Zum Glück war es nicht ein Zahn. So, aber das ist halb so wild. Das kann ich locker ersetzen. Liegt da noch was? Nein, das ist gut. So. Und ich würde sagen, weiter geht's. So, das war auch nur ein Stack, ne? Ja, natürlich. Ah, nicht schön, aber es ist schon okay. Haben wir nicht irgendwie... Können wir nicht irgendwie eine Quarry in den Nether bringen? Doch, was willst du damit erreichen? Na, die Sachen da rausholen. Es gibt ja auch Kobalterze und sowas, ne? Ja.
Aber es gibt eine Query, die macht große Löcher, und es gibt die andere Query, die alles gegen Erde austauscht. Ja. Im Nether schaut beides scheiße aus. Große Löcher schauen grundsätzlich immer und überall scheiße aus. Und so eine Riesenfläche aus Erde schaut im Nether irgendwie auch nicht so toll aus. Ist das nicht egal? Ich weiß nicht, ob du noch mal irgendwann irgendwas vorhast im Nether, wie zum Beispiel eine schöne große Netherfestung bauen. Nee, also ich nicht. Also wäre ich nie auf die Idee gekommen. Nicht? Nee. Aber ich habe ja auch keine Minecraft-Erfahrung. Oh nee, ich kriege jetzt die Kimme. Entschuldigung, ich habe was ganz Schlimmes gesagt. Oh, heute ruckelt das echt, das ist ja ekelhaft. Und ich habe auch das Gefühl, meinen Augen tut es nicht gut, hier rauf zu gucken. Stefan, es macht mich krank. Was macht dich krank? Wo guckst du denn drauf? Auf den Boden. Und das macht dich krank? Ja, komm doch mal her und guck doch mal das Elend, ey. Du bist im Vergnügungspark? Ja. Hallo? Hör auf zu ruckeln, du alter Affenkopf, du. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber hier kommt auf jeden Fall so ein Eingangsgerät hin irgendwie. Geh mal darauf und guck mal nur auf den Boden und dann dreh dich mal am besten. Du bist total behindert im Kopf, echt. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ne? Oh Gott, ey. Au. Ja! Was hab ich davon, weil ich so lieb war und hergekommen? Ja. Ich weiß noch nicht so, was ich hier jetzt... Ich würde hier gerne noch so ein paar Wege bauen. Das ist, ja... Ich weiß noch nicht genau. So vielleicht? So vielleicht? Sag mal, in deinem großen Turm, ist das alles Wasser? Ja. Und du hast das Wasser nur an der obersten Ebene aufgefüllt? Ja. Warum? Hier ruckelst du wie Sau. Ja, aber vorher nicht. Jetzt, wo ich die Steine... Ja, wegen... Oh. Kann das an den Steinen liegen? Ja, so ein bisschen an der Lichtbrechung und am fließenden Wasser. Das geht beides ein bisschen sehr auf die Performance. Womit du deinen Ruckel verbessern könntest, ist, indem du, wenn du hier baust, Dynamic Lightning ausschaltest. Warte mal. Ich muss einmal ganz kurz die Musik ein Ticken leiser machen. Nein, leiser, nicht lauter. Willst du mich veräppeln, du Kohlkopf, du? So. Also, Option. Grafikeinstellung. Früher war das mal die Taste L für Dynamic Lighting. Mal schauen. Passiert nichts. Ja, ich weiß, L ist doppelt mehrfach belegt. Das ist einmal der Sound Locator. Der müsste dann vermutlich von der Dark Steel Rüstung, der müsste woanders hin. Und L gehört zur Spielmechanik Dynamic Lightning. Also das könnte man auch umbelegen auf eine andere Taste. Also eins von beiden muss umbelegt werden. Sound Locator. Ist auch schon belegt. Kacke. Semikolon. Night Vision, kein Plan. Und L Lokomotivmodus. L Dynamic Lights. Achso, und Quest Lock. Nehmen wir mal so. Fertig. Fertig. Und jetzt nehmen wir mal Dynamic Lights Globally Off. Ich glaube, es ruckelt echt weniger, oder? Nö. Oder? Ja. Doch. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich kann dir das nicht genau sagen. Es ist... Tut mir sorry. Aber ich glaube. Vielleicht ist es auch nur der Placebo-Effekt. Das
auch das kann möglich sein. Also Dynamic Lightning nutzt auf jeden Fall sehr, sehr viel, wenn du mit einer Fackel in der Hand rumrennst. Und wenn du das dann ausschaltest, dann geht es auf jeden Fall deutlich schneller. Ja. Problem ist, ich glaube, dann macht die Fackel auch kein Licht. Ah, okay. Das ist genau dieser Dynamic Lightning Effekt. Ja, okay. Der sorgt halt aber auch für diese Shader-Einstellung bzw. allgemein für Lichtschattenberechnungen. Ja. Lichtschatten ist in Minecraft einfach sehr performance-lastig. Ja. Ist ja auch logisch. Deswegen ruckelt es auch immer da, wo die großen Bäume sind. Ja. Weil die Bäume, die Blätter, durchlässige Blöcke sind. Ja, klar, natürlich. Und da, wo du ganz, ganz viel Laub hast, da ruckelt es immer extrem. Ja. Ich habe Angst, dass wenn ich hier den Vergnügungspark weiterbaue, dass irgendwann einfach nur noch alles so brutal hier ruckelt, dass man diesen Ort nie wieder betreten kann. Mich ärgert das gerade doch schon ein bisschen, dass hier kein Glowstone ist. Also, dass mir der Rest jetzt echt fehlt, aber ich will nicht den Rest aus dem ME-System nehmen. Was bedeutet, dass ich jetzt überlege, ob ich doch nochmal in den Nether gehen soll? Du kennst die Alternativen, oder? Für Glowstone-Staub? Für den Nether. Wieso? Scrapped? Eine Welt bauen oder was? Ja, für Glowstone zum Sammeln. Wenn man das, also Glowstone brauchen wir viel fürs ME-System, für die Kabel, für die ganzen schlauen Kabel und die dichten Kabel. Braucht alles Glowstone. Das heißt, Glowstone brauchen wir wirklich viel. Okay, aber ich bin nicht bewandert genug oder überhaupt einigermaßen bewandert darin, eine Welt zu schreiben mit. Aber ich. Haben wir überhaupt Glowstone eine Seite für Dings? Ach, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Wir haben fast alle Seiten. Also die meisten, die wichtigsten haben wir, Glowstone haben wir definitiv. Du, der Witz ist aber auch, wir hatten ja eh gesagt, wir wollten das schon längst mal gemacht haben, ne? Ja, dann schreib doch mal eine Welt. Gut, ich gehe gleich mal rüber. Ich hab zwar mal mit. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge schreiben wir einfach mal eine Welt. Ich probiere es auf jeden Fall super, super gerne. Ich bin gespannt. Ich muss jetzt nur einmal hier in meinen Krempel loswerden und dann komme ich rüber. Gut, liebe Freunde, ich sag mal... Ja, natürlich zu meinem Haus. So, gut, liebe Freunde, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.